Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Heute wieder etwas früher als zu unserer üblichen Zeit. Das liegt am Sinkfield Cup, der quasi als Konkurrenzveranstaltung auftritt. Wir haben angefragt, Sie wollten Ihre Zeit nicht verschieben, deswegen machen wir das jetzt, damit ihr auch beides verfolgen könnt, beziehungsweise bei uns vielleicht nicht nur verfolgen, sondern auch aktiv mitmachen, je nachdem. Wir schauen mal, was der Zufallsgenerator dazu so sagt. Ja, hüpfen wir hier rein und holen uns mal den ersten Challenger des Abends. Ich sage auch Abend, du hast auch zum Abend begrüßt, ja, du bist ja eigentlich später Nachmittag. Ja, ist auch schon fast Abend. Das ist halt ungewohnte Zeit. Also wir reden so, als wäre es einfach gewohnt 20 Uhr. Also spielen wir zuerst mal. Sonst sagen guten Nachmittag. Ja. Einen herzlichen, schönen, guten Nachmittag ja, zusammen. Klingt gar nicht komisch. Überhaupt nicht. Okay, wir fangen an. Möchtest du beginnen? Hier, ich muss erst mal gucken. Der Kollege hat sich ja auch direkt was gewünscht, oder? Ist richtig. Ich weiß noch nicht, ob wir das direkt umsetzen können. Nee, du kannst ruhig starten. Weil ich ja so professionell im Eröffnungswünsche aufschreiben bin. Okay, ja, One-Man-Trucker hat sich sowas, so ein skandinavisches Gambit gewünscht. Vielleicht könnte ich den Platz mit der Maus trotzdem vielleicht bekommen. Achso, nö. Ansprüche stellen, ja, ne? Dann Löwenthal wurde sich gewünscht. Das ist ja dieses, man tut so, als würde man Sveshnikov spielen und dann spielt man aber einfach nicht D6. Habe ich schon mal gesehen. Ansonsten lettisches Gambit von Fabi. Fabi, einmal erläutern bitte. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr anrüchig. Ja, obwohl er sagt, es ist hochseriös. Explizit hochseriös davor geschrieben wird. So, warte mal, was ist mit Carstens Wunsch? Den hattest du schon genannt. Gehen wir mal runter. Ah, hallo auch an Muli und den Professor. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis One-Man-Troika zurück ist. Und in der Zeit schreiben wir die Eröffnungswünsche auf. Was haben wir da noch? Von Carsten, hattest du das schon auch geschrieben? Genau, von Carsten, das war das Löwental. Ach so. Ansonsten lettisch, da fehlt nur noch die Erläuterung. Und ja, ohne Springer F6. Ja, ist glaube ich aber auch normal, ne? Man macht ja auch Dame F6 an der Stelle, dann nach Springer D6 Schach. Von daher, ja, ist okay. Tarasch wird sich gewünscht. Tarasch ist mit Springer D2 gegen Französisch, oder? Achso, ne, ich glaube, Brain meint eher Tarasch mit Schwarz. Tarasch-Verteidigung. D4, D5 und dann machst du E6 und C5. Bei D4 bin ich immer schon direkt raus. Naja, ich schreibe Mathe. Okay, ich glaube aber, das wird hier nichts mit dem lieben Kollegen. Der ist wohl noch nicht wieder zurück. Hat sein Handtuch hingeworfen und ist sich erstmal ein Eis holen gegangen. Ja, deswegen wähle ich jetzt einfach mal die nächste 7 aus, was die 7 war. Königsgambit. Ist der Fabi. Dann haben wir gleich hier. Ach, da kannst du gleich lettisch, da kommt jetzt die Erklärung auch da gerade. Ja, habe ich schon gesehen. Ach so. E4, E5, Springer F3. So, mal sehen, was der Fabi hier vorbereitet hat. Gegen meinen Bertram. Zu schnell. Na gut, das kann man natürlich so machen. Caro Kann hatte ich gerade noch gelesen. Ist schon wieder aus unserem Sichtfeld verschwunden. Und so. Kann ich jetzt irgendwie tricksen oder gibt's nichts zu tricksen? Und Rochade, Springer schlägt kann D4. Leider, es sei denn, ich schiele mit einem Auge auf dein Brett und mit einem Auge in den Chat, aber gerade passiert da so viel. Na, und One-Man-Troika entschuldigt sich, er war kein Eis, aber Kaffee holen. Coffee-wise, ja. Das erledigt man vor der Show, zumindest ich tue das, oder? Was gibt's zu der Stellung zu sagen? Ja, ich glaube, es ist einfach, Schwarz steht nicht schlecht, also auf jeden Fall nicht. Aber wir haben eine Spielstellung bekommen mit Weiß, was jetzt vielleicht auch nicht der Oberhammer ist, also jetzt so aus eröffnungstheoretischer Sicht, dass man eine Spielstellung haben will, aber wir haben eine Spielstellung, beide Seiten greifen an und das genügt mir. Du musst mich rächen. Blitzen. Ich muss dich rächen? Ah, ja, du hast letztes Mal gegen Fabi verloren. Hm. Okay, dann ich gebe mir Mühe. Wo ich genötigt wurde, Neidorf zu spielen. Gegen den Neidorf-Experten. Mm.
Okay. Na gut. Ja, es bleibt bei der gleichen Einschätzung. Schwarz steht sicherlich nicht schlecht. Der Professor merkt an, dass der Springer C3 zumindest aus seiner Sicht etwas ungünstig steht. Das kann sein. Da hat er auch gar keine Felder. Das ist richtig, die muss ich ihm noch schaffen. Das werde ich machen, indem ich hier erstmal rumnerve, ihn zu einer Handlung zwinge vielleicht und danach bringe ich diesen Springer weg oder den Turm weg. Wobei, naja, mal gucken. Vielleicht spiele ich auch A3, aber A3 ist natürlich eine Schwäche. Kann er reinhauen mit seinem Läufer oder kann er schnell B5, B4 spielen? Was im Endeffekt heißt, ich muss mir wirklich noch überlegen, was ich damit mache. Weil jetzt H5, das geht nicht wirklich auf. Was ich machen könnte, ist, dass ich Springer C1 spiele. Dann sollte er auf D4 nicht nehmen können, wegen Läufer G6. Und ich drohe. Naja, ich drohe gleich mal Springer B3, da steht er nicht schlecht, greift die Dame an. Auf jeden Fall hat dieser Springer ein Rückzugsfeld, das ist erstmal das Wichtigste. Und TDL hat bald Examen, da drücken wir Uiuiui. natürlich alle Daumen. Ja, und lass dich nicht verrückt machen. Ich sage dir, du hast einen großen Vorteil, denn du bist Schachspieler, du bist es gewohnt, in Stresssituationen zu denken. Ja, also ganz entspannt reingehen, konzentriert, wie eine Turnierpartie, mehr ist es nicht. Jede Klausur ist wie eine Turnierpartie. Blöd, wenn man verliert, ne? Blöd, wenn man verliert, Aber aber. kein Druck. Nein, aber das wird schon. So, und jetzt werde ich zu H5 greifen, damit ich gleich mal G5 drohe und sonst was. Und wenn er selber H6 macht, naja, dann kann ich mal mit G5 voranschreiten. Irgendwie muss es ja weitergehen hier, ne? Ich habe Englisch notiert und Hippopotamus. Nee, wie wird das alles gesprochen? Klang irgendwie nicht so souverän. Das musst du mir noch erklären, was das genau ist, oder weißt du das? Der Happy Hippo. Ja, was ist das? Ich glaube, das ist so ein Rumgewusel, dass du dich hinstellst mit Damit kann ich ja viel G6, anfangen. B6, E6, D6, so ganz hinten drin. Und dann wartest du mal ab. Du könntest zu dem System mal einen Chessimi-Kurs machen. Zu diesem System hier. Bist du da so Expert drin? Zu diesem hier. Ja, weiß ich Ich denke schon, ja. Doch. Da bist du Experte drin? Ja, das war Bertramisch. Ach so, ich habe Ja. alles verpasst am Anfang. Ja, also ich denke Ach schon, so, dass ich ja, nee, da da solltest du auf jeden Fall einen recht viel zumachen. Ahnung von Ich habe. dachte, das wäre Französisch gewesen oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja erst ein Also. bisschen später gedanklich dazu Ja, ich habe das gestoßen. gemerkt. So, das ist jetzt natürlich schon mal höchst interessant. Und sieht mir eigentlich so aus, als sollte das verboten sein, was er da macht. Ja, das muss doch gleich hier krachen, ne? Droht da was auf D4? Nein, da habe ich genug drauf. H6 nimmt da raus. Ja, obwohl das geht noch. H6 nimmt da mit dem H-Bauern raus, könnte problematisch sein. Ich nehme auf G7. Und dann mit dem Läufer habe ich nichts gekonnt, ne? So, Finde ich auch gut, wenn du einfach auf F7 oder einfach Turm E1 spielst oder Oder so. hier nehme. Was ist denn Welcher mit Turm Turm? der H? Okay. Ja, das sieht auch gut aus, ne? Entwicklung! Das ist ein guter Tipp, wenn man nicht weiter weiß, mehr Figuren ins Spiel bringen. Gut, ich dachte natürlich, der Turm steht gewissermaßen auf H1 schon im Spiel. Ja, aber dann musst du auch immer auf den D4 aufpassen, ne? Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich natürlich E6. Das ist ein Wunderpunkt, den ich versuchen werde fertig zu machen. Diesen wunden Punkt. Okay, keine Frage. So, Jetzt jetzt nehme kommt ich. hier die Erklärung. G6, Ja, komm, B6, den nehme ich. Läufer G7, Läufer B7. Oh Wie habe ich Gott. letztes Mal gesagt? Was man hat, das hat man. E6, D6, A6, H6. Da wird Was mir ja schreibst du schon denn da? schlecht, wenn ich es aufschreibe. Ach so. Happy Hippo. Aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Und Aber so Springer in die schwarz Mitte. auf weiß, das ist normal.
Springer D7, Springer E7, ei, ei, ei. So, das ist eine schöne Gabel. Ich glaube, mit der Partie kannst werde ich gut abschließen, wenn ich hier das souverän zu Ende bringe. Aber die Zeit sieht gut aus und die Stellung sieht auch verdammt gut aus. Ja, Fabi muss schneller ziehen, aber gut, in dieser Stellung ist das natürlich. Und wir haben mal in einen positiven Score. Aber nur leicht. Ja. Ja, danke Fabi für die Partie. Ja, im Prinzip das, was man von der Eröffnung erwartet. Weiß steht nicht übermächtig, aber man kennt sich in der Regel besser aus, weil Schwarz sowas nicht so häufig vorgesetzt kriegt, obwohl er hier eigentlich eine Variante gewählt hat, die recht solide ist für Schwarz. Also gar keine Probleme. Aber man muss natürlich irgendwie mit den ungewohnten Stellungen umgehen und da hat man halt den Vorteil, wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat. Und ich denke, wir haben einfach beide angegriffen und irgendwann war mein Angriff hier zu schnell. Ich hätte erwartet, vielleicht war das so ein kritischer Punkt, dass hier, ich hätte erwartet, ja, ich glaube, B4 ist hier ein schwerer Fehler, weil ich dann mit Springer A4 zu schnell komme. Ich hätte H6 eigentlich erwartet, weil klar, G5 ist lästig, aber das kann man vielleicht überleben. Vielleicht kann man sogar so frech sein und den H5 nehmen. Ne? Also das würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Und nach B4, so wie es kam, Springer A4, ich denke, er hatte erst Dame B5 im Kopf, weil das würde ihm sozusagen ein Tempo generieren, sodass ich mit G5 hier nicht sofort vorankomme. Aber hier, gut, ich war auch noch nicht fertig, sage ich jetzt mal, mit meiner Berechnung. Aber zumindest interessant sah Springer B6 aus, weil dieser Turm hat sehr wenig Felder. Turm D8, Läufer C7. Das Problem ist nur, ich kann im nächsten auf jeden Fall nicht direkt nehmen, weil dann mein Springer auf B6 nicht zurückkommt. Ja. Ne? Das war so meine Überlegung, aber ich dachte, hier muss er erstmal was zeigen. Deswegen Springer C5 wäre übrigens auch eine, denke ich, adäquate Möglichkeit gewesen, hier weiterzuspielen. Springer C5 und dann stehe ich auf jeden Fall nicht schlechter. Kann mir vielleicht im Endspiel mal diese Bauern holen. Alles klar, ja, danke für die Partie. Du hast ein paar Öffnungswünsche aufgeschrieben, die du gleich spielen möchtest. Ja, für Schwarz möchtest. Ganz viel. Für Weiß ist noch überschaubar. Das wechselt sich immer ab, ne? Ja. Mal kommen super viele mit Weiß rein und mal mit Schwarz. Naja, aber jetzt darfst du erstmal einen der Öffnungswünsche anbringen gegen Fuchsrudel. Oh ja, TDL, bezüglich Warten auf Noten kann Nico auch ein Lied singen und ich auch, die jeden Tag den Postboten abfangen müsst. Ja, also vielleicht... Sowas darf ja auch Englisch. Du darfst Englisch und Königsgambit spielen. Ja, Englisch kannst du auf jeden Fall. Kann ich auch gar nicht und Englisch, naja, so ein ganz klein bisschen. Da gucke ich jetzt auch nicht zu, was du machst. Ach doch, bitte. Ich brauche ja vielleicht auch Unterstützung. Sondern erzähle einfach mal, vielleicht für alle, die kein Jura studiert haben, was das mit den Noten ist. Also, ich sehe gerade, TDL weiß, wann er die Noten bekommt, nämlich am 2. Januar. Bei uns in Niedersachsen ist es so, wir wissen nicht, wann die Noten kommen. Es gibt dann mal so ein bisschen Flurfunk. Springer nach F3 oder E2? Ich brauche ja eine Grundsatzentscheidung. Ich glaube nach E2. Also mit D3 und E4? Oder? Nee, mit E3 und Springer E2. Und den D-Bauern lasse ich da erstmal? Ja, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, man schreibt so seine, was weiß ich, 6 Klausuren oder irgendwas. Und dann wartet man ewig auf seine Noten und hofft natürlich, dass man es geschafft hat. Und das weiß man aber nicht so genau. Und man wartet und man wartet und man wartet. Dann hört man irgendwann oder begibt sich in Foren, haben die ersten Leute irgendwann mal ihre Noten bekommen. Ne? Und es gibt immer diese Legende, ob sie stimmt, weiß ich nicht, dass man, wenn man durchgefallen ist, dann bekommt man einen großen DIN A4-Umschlag, weil da die Formulare zur Anmeldung oder was man mitgeschickt hat, dann alles mit drin ist. Und wenn man nicht durchgefallen hat, ist es ein ganz normaler kleiner Brief. Ups, das hier H3 wäre auch nicht verkehrt, ne? Mhm. Und auf jeden Fall im Zeitraum, wo die ersten Dinger rausgingen, da war ich damals mit dir beim Gränke, dann fahre ich zurück, komm nach Hause und dann ist ein A4-Umschlag im Briefkasten. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann war das natürlich nur irgendein Unfug, ne? Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet, TDL, und ich wusste nicht, wann es bei mir ankommt. Und irgendwann war ich so, ja, so, also, weißt du, das war so eine Anspannung. Fertig mit der Welt. Ich hab gesessen, ich habe irgendwas gemacht und dann habe ich das Geräusch gehört, was man, also halt dieses Ausklacken,
des Fahrradständers vom Postboten. Dann habe ich Herzrasen gekriegt, ne? Und bin zum Fenster und habe den beobachtet. Bringt der was zu mir? Ja, was habe ich denn gerade gespielt? Das hast du E4 gemacht. Ach so, ich dachte, ich wäre dran. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall war ich dann völlig durcheinander. Bin dahin, habe geguckt und tatsächlich hat es so ewig gedauert bei mir, dass ich dann auch super spät zur mündlichen Prüfung geladen wurde. Oh, und dann musstest du noch während des Lüneburg-Turniers abreisen für einen Tag um die mündliche Prüfung, obwohl bis dahin schon alles durch sein sollte. Der C6 und D6 hängt, ne? Genau, das war nämlich so, dass die Prüfung, es war irgendwie klar, bis Juli zu 99,99% sind die Prüfungen durch. Und dann haben wir Anfragen gekriegt für Lüneburg und für die griechische Liga davor und haben gesagt, ja, dann habe ich die mündliche Prüfung durch, dann gönnen wir uns erstmal, ne? Und ja, Pustekuchen, ne? Wir waren in Griechenland, ich musste am Strand, gut, es gibt schlimmere Orte zum Lernen, aber vielleicht auch nicht, Strand, Sonne, schönes Wetter und ich sitze da und habe jeden Tag gelernt. Dann ein bisschen Schach gespielt, habe mir am letzten Tag vorm Abflug noch an einem rostigen Rohr den Kopf gestoßen. Oh Gott, ja, ich weiß. Hatte aber auch keine Zeit, irgendwie groß zum Arzt zu gehen. Dann kamen wir in Lüneburg an, schnell 2 Runden Schach gespielt und dann mit dem Auto nach Celle zum Landesjustizprüfungsamt geeiert. Und ja, das war eine wilde Zeit. Das stimmt. Aber TDL, ich kann dir nur sagen, viele Leute verdienen daran Geld, dass Leute Angst haben, nicht zu bestehen die Prüfung. Das ist einfach ein Fakt. Repetitoren und Co. Und am Ende ist es halb so schlimm, wie man denkt. Weil wirklich, es wird sehr viel Angst geschürt, gerade in dem Studiengang, was nicht schön ist. So, und was hast du hier? Du schürst Angst bei Fuchsbüte. Ja, und ich guck mal, wie meine Angst ist. Ich habe nämlich meinen Puls hier, den ich beobachten kann. Oh ja, wir können euch jetzt immer so kleine Updates geben, wie beim IOM letztes Jahr. Ja, genau, da habe ich nämlich auch dran gedacht. Aber bisher ist noch unspektakulär. Ich habe geguckt, als du gespielt hast, wobei das natürlich auch hohen Puls bedeuten kann manchmal. Da war ich immer so bei um die 60. Na gut, jetzt immerhin bei 74 Grad. Ja, wir gucken mal, wer von euch schafft es, dass Melanie den höchsten Puls kriegt heute. Wir werden sehen. Wahrscheinlich du, ganz sicher. Ich schaff das. Ja, wenn du da wieder Wenn ich spiele, oder? Ja, genau. Oder meinst du, wenn ich dir einen doofen Tipp gebe? Ja, das vielleicht auch. Das sieht irgendwie bringt lustig aus, Dame A7, ne? Ja, aber ich glaube, es bringt nichts. Na, schon Türme verdoppeln im Zweifel, oder? Was man halt so für Sachen macht. Ja, also ich habe ein Bauern mehr. Und glaube ich auch eine ganz gute Stellung. Aber man muss ja natürlich noch durchkommen. Ja, das Manöver ist, glaube ich, sinnvoll. Ihr glaubt nicht, was Melanie hier für Sachen wieder notiert hat. Denn man kann nichts. Bitte? Nichts lesen. Wieso? Irgendwas ist wieder dann verschoben mit Pfeilen. Ja, das ist der Happy Hippo. Und hier steht die Erklärung dazu. Eieiei. Na gut. Was dachtest denn du, Fabi, dass ich hier eine Bombe am Handgelenk trage? Ja, so eine riesen fette Uhr, wie das modern ist. Schlägt. Schlage ich. Ach nee, Dame kann ich gar nicht schlagen. Sollte es mit dem Turm nehmen, ne? Das macht einem die Entscheidung natürlich einfacher. Oh Gott. Berechtigung erforderlich steht hier. Nee, das brauche ich nicht. Beck. Okay. Ja, manchmal erschrecke ich mich noch. Schön, dass du dabei bist. Sonst mache ich ihn hier mit dem Springer. Wo kann der hin? Man weiß es nicht. Oh Gott. Brain hat alles durchgeplant. Prüfung ist voraussichtlich im Juni 2022. Achso, Abi, okay, da kann man das auch vorausplanen. Ja. Na, man weiß ja nicht, was passiert, aber gut, ich glaube, du machst einen ganz smarten Eindruck. Du wirst wahrscheinlich nicht wiederholen müssen. Also, das ist ja auch der Name, ne? Ja. Tatsächlich hat mein Bruder es geschafft. Naja, guckt dir eh nicht zu, obwohl der früher auch Schach gespielt hat. Und ein passabler Spieler ist. Ich kann lästern. Ja. Der ist wirklich ein passabler Spieler. Der hat so um die 1900, ist sehr talentiert, aber die hat er auch schon seitdem er 12 ist oder so. Oh, ich mache hier irgendwie Mist gerade. Ja, du stellst dich nicht so prächtig an, ne? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Der ist tatsächlich
sitzen geblieben in der 8., 9. Klasse oder so, mit einem Schnitt von 2,2. Das, was muss man dann haben? Ein paar Mal. Oh, jetzt nervt. Ich glaube, man braucht 2,5 oder so. Oder bei, ja, ich glaube, bei 2,5, egal wie die anderen Noten sind. Und das, was er konnte, konnte er halt. Ne? Okay, sehr gut in Mathe, Sport, eigentlich in fast allen Fächern. Aber Latein hat er sich einfach geweigert. Da gab es eine 5. Und dann gab es noch irgendein komisches Fach. Und dann war es das. Ja. So, was muss man denn, auch erstmal schaffen, ne? Was sagt denn die? Ja, ich guck mal, was sagt die Pulsuhr? Du hast so ja immerhin jetzt nur noch eine nicht mehr Minute so viel Zeit, 43. Ne? 70, oh Gott, aber oh Gott, du hast so wenig Zeit. Du hast so wenig Zeit. War vorhin schon höher, der Puls. Ja, ich guck auch. Also selbst wenn ich dich versuche zu stressen, passiert da nicht viel. Ja. So, also die letzten Züge haben mir, glaube ich, eher geholfen. Ups. Okay, Brian, dann sollte das alles kein Problem bei dir sein. Oh ja, der steht gut da, ne? Mhm. Und seine Zeit ist natürlich niedrig, da geht dein Puls, glaube ich, direkt runter, wenn du dir seine Hochspringer C6. Geht da. Aber man geht vielleicht auch der Puls hoch, wenn man was gewinnt. So. Nein. Jetzt ist er wieder bei 64. Okay, also... Aber man merkt schon einen Unterschied zu spielen und nicht spielen schon mal. So viel kann ich schon mal. Was willst du mir damit jetzt sagen? Dein Puls war höher, als ich gespielt habe? Nee, als ich gespielt habe gerade. Okay, da haben wir wieder was gelernt. Englisch wird erstmal... Schade, abgehört. Dass man das nicht bei einer normalen Schachpartie... Das wäre auch interessant. Tragen darf? Mhm. Vielleicht musst du dir dann wirklich so ein Ding um den Arm machen oder und dann so immer... so ein Pulsgurt, aber der ist ja auch... Nee, du musst schon klassisch Puls messen und dann machst du hier immer mit zwei Fingern an. Komm ich immer mit meiner Ausrüstung ans Brett. Oder du kommst dann alle 10 Minuten. Moment. Lass uns mal kurz zurückgehen. Wo war der Fehler von Fuchsrudel? Weil eigentlich war das sehr souverän. Ja, wahrscheinlich hier. Ne, wahrscheinlich hier mit dem Springer D7. Das verliert halt einen wichtigen Bauern. Wenn du stattdessen vielleicht sowas wie Springer G6 machst, im nächsten H6, dann solltest du keine großen Probleme haben, glaube ich. Und dann wäre es halt weiterhin eine umkämpfte Mittelspielstellung geworden. Ne? Und am Ende auch nochmal. Ja. Oh ja, irgendwie hat er trotz deiner gigantischen Stellung... Ich habe irgendwie so Quatsch gemacht auch. Und dann aber so die Züge, bis hierhin war noch alles, glaube ich, gut. So, das war auch noch gut. F5 hat mir nicht gefallen, ne? Weil danach kriege ich das Feld D6 und der Läufer auf C8 ist eingesperrt. Also ist jetzt einfach nur ein verrückter Vorschlag, aber vielleicht, Fuchsrudel, kannst du hier sowas versuchen wie G5. Die Idee wäre, dass du dir das Feld E5 erkämpfst und dann mit dem Springer über G6 Richtung E5 gehst. Und jetzt siehst du, glaube ich, schon, hast du einiges am König. Und wenn F5 kommt... dann ist dieses Feld natürlich auch ganz gut von dir kontrolliert. Vielleicht direkt Dame E5. Gut, die Stellung sollte immer noch schlecht sein, weil das ist dein großes Problem hier. Turm kommt nicht rein, weil der Läufer im Weg steht. Die Bauern fehlen hier. Also Weiß sollte immer noch... Springer schlägt F5. Das geht ja gar nicht. Ja. Hat das schon jemand angemerkt? Nein. Läufer okay. Schlägt F5. Läufer F5, Springer F5. Also G5 gefolgt von Springer G6 wäre vielleicht echt lästig gewesen, ne? Muss man sagen. Okay, nächstes Mal. Mhm. Na, hoffentlich nicht. Also nicht gegen mich. Sonst natürlich gerne. So, gegen die 7. Mandrak, du fordere uns gerne heraus. Und wir, wie du siehst, wir machen das ja auch ganz transparent. Wir zeigen alles, was wir machen. Wir nehmen immer eine Zufallszahl und dann zählen wir erst von oben, dann von unten ab. Also jeder die gleichen Chancen. Und jetzt gegen die 7 von oben. Und das ist... Roll. Oder Role. F5 fängt doch. Ja, du hast völlig recht. Ja. Achso, ich hatte das von TDL gar nicht gelesen. Probeexaminer. Ja, da kenne ich ja noch jemanden zu meiner Linken. Was? Der den nicht so ernst genommen hat. Ja. Ich kann mich nur wiederholen, du bist Turnierschachspieler, du weißt, wie es ist,
dich hinzusetzen und unter Druck zu arbeiten. Und ich denke, also es bringt dir, glaube ich, echt einen Vorteil, weil ich habe Leute da gesehen, die sind verzweifelt und zusammengebrochen. Nicht viele, also keine Sorge. Nico rum. Nee, aber es ist wirklich so, dass dieser geistige Druck, wenn du dich nie in solchen Situationen siehst, dann kann das ist das für manche echt, die können ihre Leistung dann nicht erbringen. Das hat man schon beim Abi auch gemerkt, ne? Auch, dass man sich über 5 Stunden konzentrieren kann, ist, glaube ich, nicht für alle selbstverständlich. Dann haben sich immer alle Obst geholt und sind auf Toilette gegangen. Und so, ich wollte gerade schimpfen, ne? Ja. Lässt du hier die Zuschauer warten? Okay, so. Ja. Hast du was abgehakt? Ich hake gleich was ab. Springer B5, A6. Ah, ja. Springer F3. Na, siehst du wohl, was ist das denn? Das siehst du wohl. Was soll das denn? Na gut. Out of book. Ja, da bin ich voll out of book, aber ich werde einfach versuchen, mir gewaltvoll das Zentrum zu erkämpfen. Naja, und dann der E5, aber das kann man nicht machen. Schnipp, schnapp. Du laut denkst. Aber das ist ja auch gerade der Spaß am Geschwätz. Ja, vielleicht sollte ich meine Gedanken noch weiter ausführen. Meine Gedanken waren, Läufer schlägt E5, Springer E5, Springer E5 und jetzt kleine Standardgeometrie, Dame A5, Schach und der E5. Geht verloren und Läufer D3, gut, jetzt habe ich ja meinen Läufer zurück und wow. Bauern, ein bisschen, ja, auf den H7 aufpassen. Das ist so eine typische, aber gut. Dass er sich den nicht gönnen darf, ja. Oh, und Friedel hätte das Geschwätzblitz fast verpasst. Ja, sorry. Das ist echt, normalerweise sind wir bekannt für unsere Kontenance. Immer selbe Zeit. Jeden Sonntag, ja, 20 Uhr. Aber manchmal muss man dann auch flexibel sein. Ja. Und jeden Montag um 20.15 Uhr. Aber da kommen wir wieder hin, sobald keine spektakulären Großevents kollidieren. Aber seien wir mal ehrlich, ist ja schon was, man ist schon verwöhnt gerade, ne? Mhm. Also was da geht alles so, läuft, zack, zack, ne? Ich habe auch zwischendurch schon voll den Überblick verloren gehabt, was jetzt, ob das jetzt noch das eine Turnier ist oder schon wieder das nächste. Und weiß man gar nicht mehr, welches Superturnier, ja, das gerade ist. Ja, weil da ja auch immer so die gleichen guten Leute spielen. Mhm. Gefühlt, ne? Ja, sonst war das immer irgendwie 1-2 Mal im Jahr und vielleicht 3-mal im Jahr so ein Superturnier. Und jetzt so die letzten Wochen, also man ermüdet schon fast, ne? Von Zugucken. Ja, nee, dass man denkt so, ach, ist ja nur wieder ein Turnier, wo die Welt also, in die Tisch spielt. Das und dass man das fast nicht mehr zu schätzen weiß. Gut, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich alles live angucken tue ich nicht, naja, sondern ich klicke mich danach immer durch. Und meine Motivation, mich durchzuklicken, ist beim Singfield Cup so ein bisschen wegen gedämpft. Der Remis-Breite? Ja, ich würde mal sagen, knapp. Ich glaube, es waren 38 Remisen bei 42 Partien. Das ist schon eine recht beeindruckende. Ja, vor allen Dingen ist das dann auch, da müsste man sich alle angucken, um auch die Perlen zu entdecken. Und ja, sonst ist es ja meistens so, wenn ein Ergebnis, also dann war da was los, ja. Ja, genau, dann weiß man schon, die kann man sich auf jeden Fall schon mal angucken. Ja, und so gehe ich für gewöhnlich vor. Ja, ich habe bewusst jetzt die E-Linie tatsächlich aufgegeben, weil ich dachte mir, ich kann ihn nerven, indem ich ganz schnell, aber auch ganz schnell den A-Bauern schicke. Oh, Brain, gute Besserung von uns. Aber so ein Geschwätzblitz hilft bestimmt. Beim Gesunden. Ja. Bestimmt. Positive Energie, Lachen hilft eh immer. Aha. Ja, mal gucken, was er für schmutzige Tricks auf Lager hat. Aber im Moment mit der Dame, die H7 sowieso noch überdeckt, bin ich da eigentlich recht guter Ding. Und so ein Bauer, der scheint gerade noch auf A7, der ist in wenigen Zügen verdammt lästig, ne? Ja, das stimmt. Anand, der stand tatsächlich nicht verkehrt, ne? Aber gut. Das ist halt nie einfach.
Nee, ich habe die Partie auch durchgeklickt, also er stand sehr gut, aber es war jetzt nie so, dass es super einfach gewonnen war. Also zumindest mein Stand. Klar, wenn man da irgendwie Engine befragt oder so, gab es bestimmt mal eine Stelle, wo es ein sehr. Also, aber ich glaube, die Stellung war halt einfach super gut. Es gab jetzt, soweit ich das gesehen habe, keinen sofortigen Gewinn à la zack, zack, matt, ne? Aber da ärgert man sich ja dann auch, wenn man die Partie über gut stand und es halt nicht gereicht hat irgendwie. Ich glaube, wir haben insgesamt vier oder fünf Runden gehabt, die, wo alles remis ausgegangen ist. Matt setzen. Ja, da. Ja, zum Beispiel. Jetzt sieht die Dame, matt ist es noch nicht. Okay, jetzt. Doch. Nein, ich mag deine Almosen nicht mehr. Gut, dann gibt es auch keine Almosen. Danke für die Partie, Rohle. Deine Matt-Almosen. Ja. Springer E4, Turm schlägt E4 nicht. Nach F schlägt E4. Oh, ich verstehe gerade. Ach so, ich dachte gerade in der Partie. Okay, wie kann man das Ganze zusammenfassen? Ich glaube, du solltest nicht so passiv spielen. Nach E5 nicht den Rückzug antreten, weil dann habe ich hier einfach a tempo, habe ich mich entwickelt und Figuren rausgebracht. Also Figuren noch nicht, aber ich habe Zentrum besetzt. Und Springer B5 sollte schon sein, nach vorne, ne? Dann das Feld D6 anvisieren und nach A6, was man hier spielen kann, Springer D6, so, Dame F6, hier gibt es glaube ich Dame C7 und Dame D1, aber das ist alles, es ist nicht super einfach für Weiß, aber ich denke, die Stellung ist vernünftig, also ich würde es lieber mit Weiß spielen, weil man hier dauerhaft irgendwie den Vorteil des Läuferpaars hat und Schwarz hat nicht so B5 ultra viel. Ja, also Schwarz nervt halt ein bisschen, das heißt, wenn man ein paar Züge jetzt nicht aufpasst, dann kann es mal lästig werden mit Dame G6, dann hängt hier was, hängt da was, Springer D4 oder was und Schwarz spielt auf Druck, aber wenn man die nächsten 10 Züge solide spielt, dann hat Weiß, denke ich, größeren Vorteil. Okay, dann dürfen wir dir einen Gegner suchen, und zwar die 2 von unten. Und das ist Friede. Ah. Ach, Wasser. Obwohl er es fast verpasst hätte. Ach so, er hat ja gerade geschrieben, ja. Ah. Was darf ich spielen? Oh, schon wieder Weiß, Königsgambit. Wie geht das nochmal? E4? Dann auf E5? F4. Oh, Gott sei Dank. Gleich Puls nach unten gegangen. Ja, vielleicht sollen wir noch so eine extra Kamera auf deine Pulse richten. Ja. Weißt du noch, wie das beim Isle of Man war, was da so die Pulswerte waren? Ja. Erzähl mal. Ich also meine. Ach, du hattest ja auch einen. Ja, gegen MVL. Und also es hat eigentlich das wieder gespiegelt, was ich so auch gefühlt habe. Ich war kurz vor der Partie, war ich sehr nervös. Also was heißt das denn? Welcher Puls war das dann? 280? Nee, vielleicht so 100. Ich muss mal kurz gucken. 30 oder sowas? 140? Weiß ich nicht. Ja, und während der Partie hatte ich dann aber auch das Gefühl, das hat sich sehr schnell gelegt. Und dann war ich eigentlich auch ruhig, ich würde auch sagen ruhiger als in den meisten Partien, weil ich habe ja nichts zu verlieren, ne? Ich kann ganz ruhig aufspielen. Und dann gab es aber bestimmt mal Züge oder Stellungen, wo... Ja, es gab eine Stelle, da hat er, finde ich, einen schlechten Zug gemacht und da war ich entsetzt. Dann kam auch der Puls, ja. Was ist da denn los? Nee, aber in völliger Ruhe und Gelassenheit. Ja. Verstehe. Ja. Und das war, glaube ich, auch dangerous von ihm, oder? Das ist auch so meine Interpretation. Nämlich, oder? Ja. Oder ist das denn dann dangerous for me? Ja, lass dich da nicht bitten. Stopp. Ach, Läufer H6. Ne? Kann man zumindest drüber nachdenken, oder? Ich meine, es kommt König G8 an und dann ist nicht so klar, aber zumindest steht er dann da sehr komisch. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich das D4-Feld aufgebe. Huch. Uiuiui. Wieso? Überraschung? Nee. Puls ist doch gar nicht hochgegangen. Ja, okay, das war halt, wissen wir nicht genau, Friedel, was war los? Einmal verzogen oder sowas oder den F5 übersehen. Aber ich glaube, B5 ist tatsächlich schon, glaube ich, schon falsch hier an dieser Stelle, weil nach Läufer F3 ist schwierig, weil du kannst auch nicht Läufer B7 machen. Fabi sagt das Gleiche. Ja, ich glaube, man muss das erst mit Dame E5, genau, ja?
Ich glaube, man muss das erst mit Dame C7 vorbereiten. B5. Macht ja nix. Oh, und wir lernen hier noch ein bisschen Spanisch. Denke ich mal. Danke, Rocco, dass du hier souverän Auskunft auf Spanisch erteilst. Okay, dann ist das hier schon der Eröffnungsfauxpas gewesen mit B5, ja? Ja, ich glaube schon. Okay, wow. Na dann, habe ich wieder was gelernt. Gut, ich spiele ja nicht mehr so viel E4 gegen Sizilianisch, manchmal. Also, wenn du vorher weißt, was der spielt oder was meinst du? Ja, ich kenne mich schon noch ein bisschen aus. Okay. Schon Der wieder. Zufall will es so. Fabi kriegt seine Rache. Ach, Seine nee, auch Rachechance. Auch noch hoffentlich nicht. Ach so, die Chance. sehr, sehr fair mit Weiß. Na Wie gut, sehr komm. fair. Ach so, Na, dass weil wir er. Ach so, Farbwechsel haben, ja. ja. So, Fabi kennt sich auch hier aus, ne? Der Lümmel wollte ich gerade sagen. Der Lümmel kennt alles. Mal sehen. Jetzt Ja. überlegt er schon mal. Ja. Na gut, mal gucken. Springer B3, ja, das kann man so machen. Sollte man auch so machen, oder? Das Der hängt ja sonst. verrate ich dir nicht. Es gibt noch Alternativen zu Ja, diesem du Zug. kannst doch Läufer E3 oder was kann man machen? Läufer E3 kann man machen, das ist sehr selten. Du kannst. Ja, okay, Fabi. Ist im Läufer. Ja, man nimmt hier mit dem Läufer, ja. Ich glaube, ja. Ist halt jetzt, muss ich zugeben, ist halt Nee, ich so. glaube, man nimmt erst mit dem Läufer, wenn man selber rochiert hat. Aber ich lass dich mal besser in dem Glauben, dann spielst du so, als ob es normal wäre. Frage ist nur, wie macht man hier weiter? Na eben. Ich glaube, man macht Läufer C3, E5 Nee, und. das ist, wenn Weiß schon rochiert und F3 gespielt hat. Ja, Springer Mist! C5 musst du aufpassen. Ja. Nicht schlimm? Rochade oder was? Ja. Ich glaube, auch Läufer F6 an der Stelle ist nicht schlecht für Schwarz. Ja, also man hat definitiv immer. Ich glaube, jetzt sollte ich auf C3 nehmen. Jetzt solltest du nicht auf D7 die Figur einstellen. Nee, Na, ich glaube, der ist entweder schon wieder runter oder der Schreck war so kurz, dass es. Oh hat Gott, ey. der Puls? Okay. Lass mich darüber nachdenken, was ich hier treiben soll. Komm, wir machen mal hier. Achso, dann kommt E5, ja? Wollt gerade ein bisschen Harakiri machen. Bisschen Attacke. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche mal einen guten gedanklichen Anstoß. Nehme ich auf C3 und auf F2, nimmt er auf G7. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Ja, komm, was soll's. Was soll's? Meine hat er diesmal mehr Zeit, ne? Ja, das stimmt. Deswegen werde ich jetzt schneller spielen müssen. Vielleicht auch noch einen Ticken besser. Boah. Oder bist du zufrieden? Nein. Geht schon noch ein Stück besser, ja. Ja. Mit Springer B5, Dame Dame C3, C3, leider, ja. okay. Was mit E5? Interessant aus. Ja, wird gemacht jetzt. Du hast recht gehabt, als du gesagt hast, du musst schneller spielen. Vielleicht auch ein bisschen recht, als du gesagt hast, du musst schneller, besser spielen. Aber vor allem, als du gesagt hast, gib Volldampf. Lass dich nicht auf Zeit zocken vom guten Fabi. So.
Spaß, ne? Mhm. Aber gut, Damentausch ist eigentlich nicht so in deinem Sinn, oder? Oh, dann macht er auch Springer. Ne, Springer C5 geht auch nicht, ne? Puh! Ah, Fabi, Mensch! Machen wir sowas. Was mache ich denn hier? Weiß ich nicht, du siehst heute irgendwie noch nicht so viel, ne? Was? Naja, auf Springer C5 geht nicht, vorhin hättest du fast den D7 eingestellt. Ja, ich sehe wirklich noch nicht so viel. Aber ich finde das häufig so am Anfang so, aber ich meine, gut, wir haben jetzt schon Halbzeit, ne? Upsi. Ja, genau das ist der große Upsi. Den macht er. Oh, ich hatte nicht erwartet, Dame schlägt H8. Mhm. So verlierst du vielleicht nur die Partie. Okay, du kannst noch Springer D4 immer machen, ne? Also. Aber jetzt ist Springer. Ach nee, Springer C5 ist mal. Was? Psst. Ach, ich muss mal checken hier, was du mit mir machst. Geht, ich bin eigentlich relativ entspannt. Oh Alter. Gott, ich bin nicht entspannt. Ich mache hier einen Unfug. Ja, ich mache einfach Unfug. Ja, wir haben weniger Zeit, eine schlechte Stellung. Ich glaube, Fabi macht mich platt. Vor allen Dingen hast du wenig Konterchancen. Ja, Mensch. Oder? Ich hätte auch einfach den machen müssen. Ja, wollte ich kurz fragen. Sieht eigentlich eher wie eine Verzweiflungstat aus. Es ist auch. Willst du ins Damenspiel gehen oder was? Ja, wollte ich eigentlich machen, ja. Aber da komme ich ja gar nicht hin, glaube ich. Ich glaube, ja, kann vielleicht irgendwas Turm C1-mäßiges machen. Übel sieht das aus. Naja, okay. Ich hätte gedacht, wenn du auf G2 genommen hättest, dann ist die Stellung noch, dass er halt sich bemühen muss. Also. Ach Gottchen, den nimmt er auch noch, ha? Halleluja. Matt Angriff mit dem König. So. König. Dann macht er Dame F1. Böse. Ja, ich mach einen Mattangriff. Ja, schade. Wo habe ich verloren? Jetzt spiel erstmal fertig. Na gut, ja. Okay. Ja, nicht zu früh vorbei. Abschreiben hier. Jetzt steht dein König so sicher wie schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl. Gut. gut. Wie mache ich denn weiter? Wird das jetzt nicht dauern, Schach? Ach so. Jetzt gar nicht. Zack. Kriegst den auf jeden Fall mit Schach, den Bauern. Mhm. Aber die Bauern bringen dir irgendwie nicht so viel, weil es ist immer der wichtigste Bauer, der am weitesten vorne ist. Tja, entspann dich. Ich werde... Zu Befehl! Ich werde zusehen, dass ich hier vielleicht irgendwie noch ihn nerven kann. Ja, aber so gut standst du schon lange nicht mehr. Das können wir auch schon mal festhalten. Ja, ich glaube auch. Und irgendwann kannst du ja dann sogar theoretisch die Damen tauschen, ne? Ja. A5? Na, dann komme ich auch nicht voran, ne? Muss irgendwie mit diesen Bauern vorankommen. Oder halt verhindern, dass er mit seinem nach vorne geht. Ja, zurückgehen fühlt sich komisch an, aber... Ja, aber gut, der König muss da ja nicht unbedingt unterstützen. Puh. Ich
Ich weiß nicht, ich sehe hier nichts. Oh, da darf ich nicht hin. Ja. Oh Gott, was heißt das jetzt? Ich muss da hin. Nee, hä? Dann kommt doch trotzdem da mit D5. Was? Aber jetzt kann ich ja hier hingehen. Ja, dieser Abtausch ist ja nicht gut für dich, oder? Ist doch kein Abtausch. Verstehe ich nicht. Ach so. Verstehe ich auch nicht. Ah, verdammt! Naja. Mann! Setz mich platt. Nein, hau ab. Wow. Oh Gott. Oh Mann. Was war denn das für eine Partie, ey? Ich weiß nicht. Aber, oh Gott. Ja, was habe ich denn da gemacht? Ich habe, Fabi hat mich da echt nochmal ausgetrickst mit seinem, Dame D5. Weil wenn ich hier nach A4 gehe oder A6, dann kommt immer Dame hier hin. Also muss ich nach B4, ich habe gar keine Wahl. Was ist denn mit A6? Achso, ah, da, ja. Dame A2, ja, Dame schlägt ja. B2, deswegen musste ich das ja machen. Ja, und was, ach ja. Und hier, na, ist ja Quatsch, ich hätte einfach nehmen können. Ja, vor allen Dingen, was meinst du mit was für ein Abtausch? Ja, ich habe das erst nicht gesehen. Und das wären, glaube ich, immer noch okayere Remis-Chancen, aber ja. Unklar. Aber auf jeden Fall eine super witzige Partie, Fabi. Ja. Du hast mich fertig gemacht, hast mich dann aber nicht gekillt und ich glaube, du hättest deine erste Chance hier nutzen sollen. Deine erste einfache Chance, indem du hier auf H8 nimmst, oder? Also hast du eine Figur mehr. Das ist ein bisschen einfacher, als mit Läufer E6 den Turm zu fesseln. Also von daher, okay, wir machen weiter. Verrückte Partie, also danke mein dafür, Puls Fabi. Ist auf jeden Fall von 63 hoch auf 74. Schon, das ist schon... Das ist nicht bei dafür, dass ich oder? Nicht selbst gespielt habe. Okay. Ja, komm. Okay. Dafür ist es ein wenig beeindruckend. Und jetzt ist er wieder bei 59. Also ich glaube, mein Puls war relativ hoch. Und ich war kurz vorm Aufgeben. Und jetzt darfst du erstmal gegen den Professor. Und dann, aber ich kenne das. Ich glaube, ihr kennt das alle. Man hat zwei Damen mehr und so. Dann wurstet man sich da einen zurecht. Ja. Weil man guckt nur noch auf die Uhr und macht wahllos Züge. Und auf einmal, ja, ist halt doof. Ja. Also von daher, das kann passieren. So, Doktor, hier fast 2900. Da wollen wir auch mal hinkommen. Und da musst du jetzt einen großen Schritt machen dahin. Bisher immer weiß. Ja, Fabi, der Turm hing auf H8. Ah, das heißt, wenn wir verlieren... Was, wenn wir verlieren? Mal einfach. Tun wir nicht, aber falls doch... Ach nee, das war schon das letzte Mal mein Fehler, oder? Ins D5 oder so? Ich meine, keine Ahnung. Muss man sicherlich nicht machen, aber... Was ich sagen wollte, wenn wir verlieren, ist der Prof vielleicht auf seiner... F4? 2-9. F4 oder Lauf F4? Tun wir alles ein bisschen... Es sieht so aus, als könnte der Doktor da was in... Warte mal. Zu spät. Okay. Was wolltest du aber sagen? Ich wollte mal auf E6 nehmen. Jetzt? Ja. Und wie sieht es aus, dass der Doktor... Du hast da irgendwie angefangen. Habe ich vergessen. Nicht schlecht. F5 könnte interessant sein, ne? Würde wahrscheinlich Springer H4 machen, aber dann nehmen wir auf E6. Hey, Springer H4... Ach nee, Läufer G5 geht nicht. Ich weiß, keine Ahnung. Sieht auch verboten aus, aber... Partien finden wir doch gut. Ja. Jetzt vielleicht Läufer G5 einstreuen. Oder Dame D5 oder so. Komm, auch mal irgendwas Verrücktes machen. Was mit Läufer mit D5? Verstehen. Achso, dann muss der. Was mit Läufer G5? Springer F6. Ach, dann kommt E5. Ja, oder dann kommt auch was anderes. Ich denke, er muss dann Läufer E7 machen. Und dann gucken wir mal weiter. Dann kannst du vielleicht auf F5 nehmen. Nimmst du auf G5, nimmst du auf G6. Super interessante Stellung auf jeden Fall. Hallo an Giovannis. Der Olaf hat ein neues Profilbild. Hündchen.
So, wieso geht jetzt nicht E5? Ach, wegen H6. Steh. Naja, aber dann musst du auf F6. Vielleicht kann E ja schlagen. Nee. Müsste gehen, ne? Dame E7, Dame E2. Vielleicht geht irgendwie Läufer F2 Schach. König E2. Ja? Ist immer so mit dem Doktor. Mm. Ist absolut verrückter. Oh Gott. Ha! Oh Mann. Sprich es nicht laut aus. Okay. Jetzt Läufer F6, König F2. Was? Läufer? Kannst jetzt Läufer F6 spielen. Springer E4. Für ihn. Ah, und dann Springer F4 matt, oder was? Ja. Oh Gott. Das wäre richtig hart geworden. So, aber hier ist auch noch nicht ausgestanden. Das stimmt, aber musst nur aufpassen, dass du vielleicht auch nichts großartig einstellst. Aller Läufer C4, Dame C5 Schach und so. Ich wollte auf E4, Dame D4 vielleicht machen. Ach nee, der Turm hängt ja gar nicht. Ach Gott. Was? Fabi fragt mich, ob ich ihm glaube, dass Neidorf besser ist als klassisch. Ich weiß nicht. Wenn ich sehe, Dame C5 hast du auf dem Schirm. Es ist Schach. Dann ist gut. Fabi, wenn ich sehe, wie du schon nach dem fünften Zug von mir grübeln musstest, dann nicht. Nein. Noch haben wir das nicht ausdiskutiert. Das können wir, oder müssen wir noch weiterführen. So, wie geht's weiter hier? Nee. Ja, vielleicht erstmal Läufer B3, ne? Aber ich muss zugeben, er hat. Gegenspiel. Nicht gut. Was wolltest du darauf machen? Da kommt Läufer A6, das war seine Idee. Ach so. Das habe ich nicht verstanden, natürlich. Und ich bin auch mega langsam schon wieder, ne? So, jetzt müssen wir mal hier genau spielen. Das war echt schwierig irgendwie. Madame E2. Läufer A6. C4. Die Frage ist, was du auf A4 machst. Springer steht E5, dachte ich, kannst du dann vielleicht probieren. Tommy. Na, ich mach's mal. Aber ich kann leider nicht lange rochieren. Das stimmt, das wäre schön, ne? Hm. Du machst es einfach mal. Du bist auch noch nicht so auf der Höhe heute, ne? Jetzt musst du. Matt sitzen? Ja. Egal, ich weiß nicht, ob ich selber matt werde. Nix oder was? Gut. Ich glaube. Ja, was glaubst du? Dass das nix. Ah, geht noch, ne? Nee. Dame E3 am Ende. Achso. Du kannst ja erst den H-Springer nehmen, dann hast du Springer E2 am Ende. Vor allem die Stellung wäre gar nicht so schlecht, glaube ich, wenn ich rochieren könnte. Aber dieses Recht habe ich nicht mehr. Hm. Das ist richtig. Du hast so einige richtige Sachen heute schon gesagt. So, jetzt mal Turm D1. Zumindest mal ein Zwischenzug, den du dir gönnen kannst, ne? So, und dann als nächstes, wenn D6 kommt. Dame E5 Schach. Dame D4. Ja, Dame E5 geht nicht nach E6. Verdammt, dann hätten wir den vielleicht doch nicht spielen sollen. Dame G4, König H8, Dame G6. Eine Minute noch! Oh Gott. Smart oder was? F3. Ach so. Nur Turm D2 spielen. Ach nee, brauche ich. Brauchst du ja nicht nehmen, aber. Ah. Kannst
Müsste jetzt vielleicht noch was Schlaueres machen? Ja, droht ja Dame F2, ne? Ups. Oh, wie wir beide gar nichts gesehen haben, ey. So gar nichts. Ja, oh, das war nichts. Obwohl das vielversprechend aussah. Obwohl am Anfang sah es gut aus, ja. Ja, okay, wie immer eine absolut verrückte Partie. Gehen wir nur einmal hier zu diesem Punkt zurück. König E2, Springer E4 wäre... Nee, es ist doch gar kein Matt. Oder? Warte mal. Ach doch. Nicht doch? Doch, ja. Also zumindest Läufer schlägt D8 funktioniert hier nicht wegen Springer F4 Matt. Was sehr, sehr schön gewesen wäre. Aber vielleicht... Man noch droht, also... Man müsste irgendwie... Noch droht ja gar nichts. Auf Springer schlägt G5, kann man mal den F2... Ja, aber dann hat man ja nichts mehr gewonnen und damit hat man eine schlechte Stellung. Ist mir nicht klar, was man hier hätte spielen sollen. Vielleicht... Läufer C1 kann es auch nicht sein. Nee, dann steht ja auch der König da so quatschig. Echt nicht so einfach an dieser Stelle. Damit C1 dann im Dorf G5, da hat man auch nichts gekonnt. Also ich glaube, Springer E4 wäre ein ziemlicher Killer gewesen. Da hätten wir erstmal... Aber du hast den auch gesehen. Das meintest du, dass ich das nicht laut aussprechen soll, ja, oder? Ja. Wer weiß. Danach, vielleicht auch super spannend irgendwie. Also. Ich glaube, dann standen wir schlecht, aber wir hätten Naja, erstmal standen wir gut, als wir die Figur mehr hatten, oder? Also zumindest jetzt nicht schlecht. Wir hätten hier natürlich Dame E5 Schach spielen sollen. Und dann wäre alles wieder im Lot gewesen. Wahrscheinlich sogar eine Gewinnstellung für uns, weil wir im nächsten Dame D4 haben. Den Damentausch erzwingen. Beziehungsweise, wo geht er dann überhaupt hin? Ich glaube, wahrscheinlich H7 oder so. Und dann kann man, wenn man lustig ist, auch noch Turm D1 einstreuen. Und dann so. Ja, schade, ne? Hm. Ja, die Zeit war da auch schon etwas knapp. Ja. Gut, hilft nichts. Machen wir weiter. War eine schöne Partie. Auf die nächste schöne Partie. 6, 7. Die Protodon. Schon mal gespielt? Einmal gespielt. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Okay. Ach ja, den Happy Hippo wollt ihr noch sehen, ne? Ihr habt noch einiges auf dem Wunschzettel. Das habe ich abgehakt. Ansonsten war nicht so viel möglich abzuhaken. Ah, ja. Ach nee, gegen Fabi habe ich einfach mir erlaubt, was anderes zu spielen. Bitte? Ja, ich weiß. So. Skandi drauf, Lettisch drauf, Tarasch drauf, Karo Kann drauf und ich glaube irgendwie Brain hatte sich noch geschlossenen Sizi gewünscht. Ein Happy Hippo? Haben wir auch noch drauf? Hast du gehört? Nee, mein Puls war erstaunlich. Ich glaube, weil am Ende hatte ich, denn ich hatte zwischendurch mal drauf gucken müssen, aber am Ende hatte ich mich dann wahrscheinlich schon gedanklich fast davon von der Partie verabschiedet und dann ist er schon wieder runtergegangen, ja. Okay, so wird das hier nichts. Ich sollte alle Angst vor dir, ne? Wähle die nächste 7 aus. Ja, haben sie alle Schiss. Das ist der Clasher. Ja, gucken wir mal. Einmal probiere ich es noch mit E4. Gucken, ob E5 kommt. Dann würde ich Königsgambit spielen. Ach du lieber Gott. War natürlich jetzt nicht so, dass ich das gerade wollte. Weil man ja schon mit der Zeit auch vergisst. Und gerade die Theorie hierzu habe ich enorm vergessen. Aber Schwarz spielt schnell, muss man sagen. Mhm. Was war denn das hier nochmal? Ich habe keine Ahnung. Es ist zu lange her, dass ich mir das angeschaut habe. Also mache ich irgendwas, was mir spontan einfällt. Und das ist im Zweifel Schach geben. Ein Schachgeburt nach dem anderen. Zumindest hast du ihn das mal rausgebracht. Das ist ja auch schon mal was. Hm. Oho, jetzt wird geopfert. Was wird denn da geopfert? Also geopfert im Sinne von den D5 will man ja normalerweise so gewinnen. Jetzt tauscht er auf C6. Wenn ich dann noch den F4 zurückkriege, habe ich den Bauern mehr. Also. Dann ist es ein Anti-Königsgambit. Wo ich den Bauern sofort gewinne. Auch eine nette Eröffnung, oder?
Ja. Ja, Läufer E7. Höchst vernünftig. Aber bis hierher ist doch eigentlich vernünftig gelaufen, oder nicht? Ja, ich denke. Also ich denke, es ist okay. Ich stehe jetzt nicht gerade besser, würde ich mal sagen. Man muss mir natürlich genau überlegen, wann ich mit meinem König wohin wegflutsche. Ah ja, der Prof gibt einen wertvollen Hinweis. Statt Läufer F2 kann man natürlich auch erst Springer E4 spielen. Das ist ja noch viel besser. Ja. Ja, das ist richtig. Noch besser und noch schöner sogar. Wie spiele ich denn jetzt hier? Mit D4 und dann mit C3? Dann kommt halt Turm E8 sehr schön. Achso, er hat gar keinen guten Abzug, ne? Also, keinen guten Abzug. Ich will meine Worte mal oder meine Gedanken mal etwas mehr erklären. Ich spiele C3, er macht Turm E8. Ich habe Dame und König hier, was lästig ist, aber dann habe ich, wenn's das hat mich erst sehr Abzug gestört. Gibt, ja. Aber wenn ich dann rochiere, dann hat er keinen tödlichen Abzug mit dem Läufer, weswegen ich das dann doch. Er hat nur einen Abzug und danach kann er Springer E4 spielen. Das könnte vielleicht unangenehm sein, oder? Was sagt der Professor denn zu der Analyse am Ende? Statt Turm D1, Dame E5, dann stehen wir nicht schlechter, ne? Dann sollten wir wahrscheinlich gut stehen. Ich muss erstmal hier bei dir Material zählen. Ausgleich. Aha. Aber ein solider Ausgleich, denn der F4, den kann ich irgendwann mal vielleicht gewinnen. Naja, Springer, wollte ich gerade sagen. Aha. Sehen zumindest nicht ohne. Ja, ohne was? Ohne Mühe? Ja, oder ohne es Läuferpaar aufzugeben. Ja. Ja, das mag sein. Aber. Nun denn. Wie kommst du immer auf exotische Varianten, fragt er denn. Ja, ich glaube, der Doktor hat da so ein Faible für, ne? Auch Springer auch C3 nein. Als ersten Zug finde ich anständig. Aber dann direkt gefolgt von. Ja, machen wir das mal so. Gefolgt von E3 im Zweiten und solche verrückten Sachen. Mhm. Dame E5 ist plus 3 für Weiß. Mhm. Ja. Mhm, ja. Ja gut, gerade klar, der Computer gibt noch ein bisschen mehr Plus, weil er wahrscheinlich auch von diesen Bauern, die da laufen, überhaupt nicht beeindruckt ist. Nee. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden, warum du deinen Läufer aufgegeben hast. Weil du jetzt auch noch Druckspiel. Den F4 bekommst. Ja. Was? Damit ich voranschreite und The Clasher unter Druck setze. Gerade mit Läufer schlägt der 4, wenn ich das hinbekomme. Und ich glaube, ich bekomme es hin. Das ist unangenehm. Auch wenn der Springer zieht, Springer schlägt C6, weil der E7 hängt. Also ich glaube, das ist sehr angenehm jetzt. Ja, ich glaube. Achso, nee, Springer E3 funktioniert ja gar nicht. Dann ist er fast verschwunden, die Bus. Ne? Er kann auch nach F5 gehen, aber. Witzige Ausdrucksweise. Mhm. Ungewohnt in deinem sonstigen Juristendeutsch. Ja, ich kann ja auch anfangen mit gelutschten Drops und so. Also ja, das hast du auch manchmal, oder? Nee, das sage ich nicht, das sagt Jan immer. Das heißt immer Dropsus Lutschus Situationos. So. Ich glaube, das ist sein Latein. So, was haben wir denn hier? Der D4 hängt. C5 kann man nochmal machen, ne? Verstehe ich nicht auf die Farbe des Läufers? Oder willst du dann den Springer dann? Redest du mit mir oder ja, redest ja, du mit schon. Du guckst ganz woanders hin und redest mit mir. Ich guck auf mein Brett, nicht auf deins. Ja, es geht hier darum, dass ich vielleicht auch Springer schlägt C6 dann im nächsten machen wollen würde. Unklar. Na, dann gib doch deinen Tipp. Oder wirst du es jetzt? Ja. Ich gebe dir schon recht, positionell steht er da nicht fein. Achso, der D4 hängt, jetzt verstehe ich erstmal die Problematiken der Stellung. Ich könnte natürlich sofort auf C6 nehmen, aber dann nimmt er zurück ja, und der C4 hängt.
Läufer E3 kann man auch machen. Ja, komm, Läufer E3. Was soll's? Läufer E3. Ganz entspannt. Jetzt Dame C7. Ja, König H1 wäre gar nicht so schlecht gewesen. Glaube ich. Der Vorschlag von Carsten. Ja, das kann ich. Kann ich mir vorstellen. Okay, aber auf der Zeitseite sieht's ganz gut aus für dich. So, jetzt haben wir natürlich ja zwei Züge eingeschoben, sodass ich den Turm rüber bekomme. Ja. Und nicht? Kehren wieder zurück. Wem hat's geholfen? Ich weiß es nicht. Im Zweifel dir. Ja, muss positiv denken. Ja. So. Ja, C5 ist halt so eine Sache, sage ich mal. Wo ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, was ich damit anstellen werde. Ach komm. Will er gar nicht. Will er nicht, ne? Ich weiß nicht so genau. So einfach ist es nicht, ne? Vielleicht mal dann irgendwie Dame F3, also. Was machst du hier? Ja, sowas hatte ich mir gedacht. Läuferpaar wegschnupsen. Und dann. Kannst du nochmal Läufer 4 spielen? Ja, nochmal probieren. Aller guten Dinge sind 17. Ah, okay, ja, das ist natürlich. Das ist natürlich nicht dumm. Läufer schlägt H6, geht vielleicht. Ah. Oh, nicht. Ich dachte, er irgendwie aus irgendeinem Grund dachte ich, dass er mit dem Bauern schlagen muss. So. Ich habe Turm E3 seine Drohne. Puh, Turm E3 ist lästig. Ich habe den Bauern immer noch mehr, ne? Aber er nervt rum. Der hält sich echt. Oh, 19. Jetzt erst, wenn es so richtig tickt, merkt man erst, wie. Wie wenig Zeit das wir beide noch haben, ja? Das ist manchmal ganz praktisch, dass der hier die Schachgeräusche angibt, ne? Mhm. Billiger Trick. Okay, ich will noch was abtauschen damit. Safety first. Oh Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier gleich ganz großen Mist. Okay, ja, das war gut. Geht's. Abtausch. Abtausch ist gut. Puh, Clasher, das war eine schöne und interessante Partie. Oh, mir wurde gerade mein eigenes Königsgambit-Serie angezeigt. Ja, ich habe das Fuchst damals echt. Doch nochmal an. Ich habe es richtig tief analysiert und hatte dann auch richtig Lust, das selbst zu spielen. Es hat sich irgendwie nicht richtig ergeben. Ich habe es viel geblitzt, auch mit guten Ergebnissen, aber dann habe ich das aus dem Auge verloren. Einen Zufallssieg hast du damit eingefahren, einen schönen, ne? Ein Zufallssieg? Ja, gegen den niederländischen GM. Nein, oder? Das war mit dem Staunton-Gambit. Ach, entschuldige bitte. Ja. Da hat Erwin Lamy das Staunton-Gambit, aber das hatte ich in der Zwischenzeit auch wieder vergessen, als ich das gespielt habe. Ich habe das auch falsch gespielt, aber so vom Prinzip her. Ich hatte halt D4 gespielt, F5, E4. Ich habe das einfacher Tempo gemacht, weil er spielt sonst nicht F5, aber ich war nicht darauf vorbereitet. Und dann hat er über eine halbe Stunde überlegt. Gut, wie auch immer. Er spielte sonst nicht oder ich hatte mich nicht vorbereitet. Nee, ich hatte mich vorbereitet, aber ich meine, ich habe F5 nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Dann dachte ich mir, ich habe das vor langer Zeit mal analysiert. Ich knall ihm das jetzt aufs Brett und dann. Okay, wie auch immer. Clasher, super gut gespielt. Also du hattest einen Bauern weniger, ja, irgendwann, aber es war alles andere als einfach da, ne? Ja. Okidoki. Wir machen weiter. Ich muss jetzt wieder mich mal entspannen und dir beim Spielen zusehen. Was haben wir denn hier? 5.
GH Chess. Na, hab ich schon mal gehört. Chess, hast du schon mal gehört? GH Chess. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Schon kannst mir wieder gerne sagen, weiß, woher ich dich was kenne. da los. Königsgambit ist erstmal erledigt. Du könntest jetzt stoppen. Was? Zu spät. Den Hippo mit Weiß spielen, Ja. soweit kommt's noch. Ja. Auf gar keinen Fall. Ja, völlig zu Recht. Schreiben Jovannis und der Henker GG Clasher, also Good Game. Denn, ja, das war's, ne? Ich muss ich sagen, war echt nicht übel, Herr Dübel. Geht's zwar Arno Dübel. Gibt's denn eigentlich noch? Ist auch egal. Ich weiß gar nicht, ist es ein Schachspieler? Okay, nein. Vielleicht auch das. Nee, der ist immer sehr viel in den Medien gewesen. Ich glaube, es ist Deutschlands bekanntester Arbeitsloser. Nein, die Bekanntschaft durfte ich noch nicht machen. D5? Nein. Ja, weil der halt dann irgendwann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er in den Fokus der Medien gerückt ist, aber durch seine extreme Art, da halt voll hinterzustehen. Und das sage ich jetzt mal sehr selbstbewusst, das Geld zu nehmen und nicht, also er wollte halt nicht arbeiten, er hat auch gesagt, dann macht er nicht. Sieht da überhaupt nicht ein und sowas. Achso, aber das war eigentlich eine Quatschidee hier mit Ja, D5. auf jeden Fall. Warum machst du sowas? Ja, weil die von dir kam. Und zu früher wäre das auch sicherlich gut gewesen. Doch. Ja, jetzt ist es auch gut, aber nach Springer Springer A5 wäre lässig, A5. ne? Ja, und wenn du, jetzt hör mir zu, wenn du noch nicht lange hockiert hättest, hättest du auf Springer A5 B3 gespielt und kurz hockiert. Das will ich aber Und Turm nicht. D1. Hättest du mich vorher mal konsultieren können, ob das für mich überhaupt eine Option darstellt. Da, was wolltest du jetzt noch bei den Arbeitslosen erzählen? Nee, das ist halt Arno Dübel, ne? Übel, übel, sprach der Dübel. Und dann unerwarteter, dann kam ja auf einmal immer mehr Interviewanfragen und so. Und dann muss er, dann musste, dann sollte er Dann war dann. doch nicht mehr arbeitslos, oder Nee, ja wie? schon irgendwie, aber hat dann ja schon ein bisschen Geld irgendwie damit verdient. Und dann sollte er das auch noch angeben und so. So, was sagst du Fand zur ich echt. Stellung? Gefällt mir gut, schöner Angriff. Ja, was hatten wir sonst noch? Professor hat gefragt, wie sieht es bei mir mit dem Schachtraining momentan aus? Ja, ziemlich ruhig, muss ich sagen. Unter anderem, was ihr vielleicht auch merkt, wenn ich hier mit euch spiele, mein taktischer Weitblick ist gerade nicht so geschult. Weil ich gerade kaum bis kein Taktiktraining mache. Ich mag halt das Schachspielen super gerne, deswegen bin ich immer wieder zwischendurch am Handy. Jetzt im Verlaufe des Tages, wenn ich mir mal irgendwie von der Arbeit eine Pause nehmen will, zocke ich immer wieder online. Was aber kein Training ist, sagen wir ehrlich, das ist Spaß. Das heißt, mein Training, wenn man es überhaupt so nennen will, beschränkt sich im Moment darauf, dass ich die Partien von den guten Leuten nachspiele, durchspiele, versuche da was mitzunehmen und dass ich ja, so die Lernstunde vorbereite, ne, und Das sowas. war's. Also, dass ich halt in der Vorbereitung auf die Lernstunde, da arbeiten wir uns ja mal das Material, dann nehmen wir immer auch noch ein bisschen was mit. Boah, das ist jetzt aber schon Schön, ne? Stronk. Der Standard englische Angriff, ne? Wenn du es so bezeichnen magst. Mag ich. Ja. Gefällt mir. Was? Nix. Aber man Wäre es hätte ja matt eine Sekunde drüber gewesen? nachdenken können, Nein. vielleicht D6 zu spielen oder so. Nein. Kann ich jetzt auch noch machen. Oder Du ich machst Springer räume. G1, ein sehr Ja, das habe eleganter ich wirklich Zug. überlegt. Und ich glaube, wenn du das jetzt so bestätigst, mache ich den wirklich. Ja, wie sieht Also euer nicht um Training den aus? F3 zu decken, sondern Nach um einmal F3 zu den räumen und den Läufer. F3 zu decken. Genau. Und nee, ich wollte eigentlich ja so ein Springermanöver. Auch gut. Wie sieht denn euer Training so aus? Was macht ihr denn so? Trainiert ihr? Was am liebsten, was mögt ihr so gar nicht? Ich mag zum Beispiel
Endspieltraining gar nicht. Das finde ich irgendwie todlangweilig. Und. Das hilft dir nur, ne? Hm? Ich glaube, der Dame G7, Turm H8, irgendwie sowas würde ich vielleicht machen. Dame F6. Und tauscht ab. Das ist ein Bauern mehr. Ja. Bauern mehr, Bauern mehr. Genau, also Endspieltraining mag ich gar nicht. Und der Eröffnungstraining, da habe ich mich jetzt so ein bisschen mit angefreundet. Ich überlege, ob ich erst. Ach nee, erst den, dann Schach. Was? Läufer B5 sieht auch nett aus. Zuerst. Ach, beides gut. Mach wie du willst. Genau, mit der Eröffnungstraining habe ich mich dann so angefreundet langsam. Aber am liebsten mag ich immer noch das Mittelspiel. Mit allem, was dazu gehört. Sei es Taktik, Strategie, Partien anschauen. Oh, jetzt ist Turm H8 aber brutal. Aber Turm schlägt F8, nicht Läufer D7, ne? Ja, sonst habe ich ja nichts gekonnt. Ja. Hallo auch an Perbulo, schön, dass du dabei bist. Kriegt jeder einen Winkerle. Achso, du kannst natürlich Tom schlägt A8 pre-moven, weil durchaus König F7 wahrscheinlich noch der beste Zug ist, ne? Auch wenn die Stellung dann nicht gut ist. Ja. Springer G3, D6, Läufer B5, Schach, ja irgendwie sowas, auch statt Dame schlägt H7 wäre halt schon interessant gewesen, Turm A5. Schnapp, schnapp. Bauer ab. Genau so. Okay, was mache ich als nächstes? Vielleicht A3. So, den nimmst du weg, oder? Oh, D6 gefällt mir noch besser. Okay. Wie, ja, okay, der ist doch durch. Der ist durch? Na gut. Eingesehen. Eingesehen. Ja, ich sehe, Fabi, du hättest deinen Wie gewinnt man mit zwei mehr Damen, das hättest du intensiver trainieren sollen. Ja. Ja, das hätte den Unterschied gemacht. Ja, also, Prof, ich stimme dir natürlich zu. Endspieltraining ist wichtig. Und ich finde, wenn man das zu zweit oder mit einem Trainer oder so macht, dann finde ich es auch gar nicht so schlimm. Aber ich finde, im Selbststudium, also nur mit einem Buch etc., finde ich das super langweilig. Also es ist halt auch ein super Tool, ne? Um gerade, du hast weniger Figuren und gerade wenn du Kinder- und Jugendtraining machst, oder sagen wir mal Anfängertraining, ist das ein super Visualisierungstraining, ne? Weil ja, wo man auch schon rechnen kann und so, ne? Auch sehr viele Züge am Stück und das muss man üben. Deswegen, da sind sie, sag ich jetzt mal, auch ein ganz gutes Mittel zum Zweck. Ja. Ja, und man weiß halt, wo man hinkommt, ne? Also dann hast du immer was im Blick, wenn du im Mittelspiel bist und bist nicht, hast keine Angst davor abzutauschen. Oder ja. Möchtest du noch was sagen dazu, oder? Nein. Und dann sag das, dann machen wir einfach weiter. Nee, doch, warte mal. War eigentlich von der Öffnung her nicht so verkehrt. Ich glaube auch, wie du gesagt hattest, hier auf D5 wäre Springer A5. Springer A5, ja, deswegen ist D5 ja vielleicht gar nicht so schlau. Springer C4 ist nervig, ja. Wenn ich G4 schon stehen hätte, könnte ich dann Springer G3 oder so vielleicht machen, aber so ist halt irgendwie. Ja gut, aber auf der anderen Seite, der Springer blockiert das ziemlich, ne? Man muss den nochmal über B7 nach C5 bringen, um hier voranzukommen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, oder mal mit C6 das Ganze anhebeln oder mit C5, weiß nicht. Ja. Ja, war auf jeden Fall eine spannende Partie dann auch, muss ich sagen. Der Angriff war dann halt auf einmal war er da, ne? Man macht einen Läufer H6, H4, H5 und ist problematisch. Das muss man halt irgendwie bedenken, wenn man sich so aufbaut. Ist nicht so einfach. Schwierig. Ich habe auch als Kind fast ausschließlich so gespielt. Deswegen ja auch. Wie mit Schwarz? Nein, mit Weiß. Deswegen ja auch Bertramisch. Das ist ja auch die Idee gewesen. Also Bertramisch, mein Trainer Carsten Bertram, der hat ja auch uns das gezeigt, weil er hat gesagt, Kinder brauchen auch einen Plan. Deswegen macht doch einfach D4,
Springer C3, Dame D2, Läufer F4, F3, G4, H4, H5, Rochade. Und da merkst du halt auch, oder du trainierst es unheimlich gut, dieses erstmal beide Seiten greifen an, wie viel kann ich angreifen, wie viel kann ich verteidigen und wann schwenke ich ins Zentrum um, was ist, wenn der Gegner im Zentrum spielt und so. Deswegen solche Stellungstypen habe ich unfassbar viel gesehen und gespielt. Ja, es ist halt auch super schwierig für den Gegner, wenn er halt da denn nicht so fit drin ist, ne? Wie er sich verteidigt oder gegen angreift oder so. Herr Prof, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht aus deinem Munde. Weil ich glaube, gegen dich hatten wir noch nie ein normales Endspiel. Oder niemals reinkommen würden. So, dann was ich denn mal, glaube ich, irgendwie so Dame gegen Turm und Läufer oder irgendwas. Also sowas Verrücktes auch. Nimm mal eine ganz ruhige Kugel. Ich bin auch tiefenentspannt bei 63 Puls. Alles klar. Wollte eigentlich was Richtung Kolle Zuckertort machen, aber cool. Gut abgerutscht. Denkt dafür. Gut abgerutscht. Ich wollte doch nicht. Ich hab das ja nicht gesehen. Was denkst du denn, dass ich die ganze Zeit hingucke oder was? Ha, ja, was mache ich denn jetzt? Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hier, Siffmeister, musst du doch eher gehen. Du kannst. Vielleicht muss er gleich los. Okay. Meinst du, das ist so der Trumpf, auf den ich spielen könnte? Ja, einfach hinauszögern, was bei einer Blitzpartie natürlich ein bisschen schwierig ist. Ja, mei, der König steht echt gubbel. Armin, ich habe die Pulsuhr fürs Laufen. Also das ist eigentlich auch eine Laufuhr quasi, aber ich freunde mich gerade mit ihr an, weil ich die noch nicht so lange habe und so ein Gefühl dafür bekommen möchte. Auch wie so mein Ruhepuls ist und sowas alles. Und deswegen habe ich die um und dachte, fürs Schach wäre es vielleicht auch ganz interessant. So. Magst du mal helfen? Ist es hier was in der Luft? Oh. Schlägt. Was? Oder was hast du vor konkret? Läufer A7, König A7. Jetzt Springer G5 oder was? Vielleicht direkt Springer G5. Ja, das nimmt er auf F4, ne? Okay. Also wenn Läufer A7, König A7, Springer G5. Was machst du denn da jetzt? Läufer G3, Springer B4. Kann ich dann nehmen. Und wieso geht's jetzt nicht direkt? Warum sollte es denn gehen? Er hat Springer F6. Ach so. Ah Gott! Sag's doch. Es ist eine Blitzpartie. Ich muss Entscheidungen treffen. Läufer G3, Springer B4. Das war ja seine Idee. Läufer A7, König A7, Springer G4, König G6. Ah, ja, dann. Dann nicht! Verdammt, das war wahrscheinlich eine Chance. Ich sitze da wie in der Schule. Fehlt noch, dass ich mich melde. Ja, Perbulo, die Partien sollen noch unterhalten, aber wenn man rechnet aber, und es ja, geht nicht, genau, dann sollte dann man das nicht spielen. Ne? Bisschen was lernen wollen wir ja auch. So, du kommst hier nicht rein. Jetzt steht der Läufer ja natürlich ein bisschen gubbelig, aber... Gut. Der hat noch Perspektive. Nun denn. Ja, wir arbeiten dran. Was mit deinem Springer von B1? Wo hat der Perspektive? A3, C4? Ja. Dich knusper ich nochmal weg. Also dich knusper ich aber wirklich weg, ne? Jetzt. No. Dame E4, Dame schlägt die 5. Könnte auch ein Eigentor werden. Könnte es. Oh, du, Siffmeister, du provozierst mich zu schlagen auf der Seele, ne? Springer G5. Was macht er denn dann? Weiß ich nicht. Ich muss ja auch mal ein bisschen zügiger spielen und sagen, der König auf F1, der ist eine Granate. Da steht er genau richtig. Naja, zumindest steht der Turm auf H1 noch ganz gut für viele Varianten.
Wir sind ja unter uns, da kann man probieren, was nicht geht. Springer H7. Ja, und dann? Auf H6 oder so, aber es geht wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, es sieht vielversprechend aus. Einfach stehen lassen, sieht auch vielversprechend aus, aber der. Ich viel zu langsam in dieser Partie. Das habe ich gesagt, ich mache nicht mehr so viel Taktik, ne? Das Ja, das merke ich merkt jetzt man halt. dann Ich auch. bin Man muss alle slow im Varianten viel Kopf. häufiger prüfen oder viel langsamer auch. Ja. Kenne ich. Deswegen sind die ersten Partien hier auch meistens kleine Tragödie. Ich meine, die Partie an sich gefällt mir super. Also König F1 passiert, aber da habe ich, glaube ich, noch was ganz gut rausgeholt, so mit dem Angriff jetzt. Aber ja, so Dann die Zeit, die. Dame G4 provoziert dann natürlich Springer F6 quasi, Was ich ja gar nicht will, dass er da wieder ne? zurückgeht. So, jetzt wollte ich aber stehen lassen. Dame E4, Springer F6, ja, der ist noch da. Das ist alles ein wenig unklar. Gerade dieser Springer, der auf G5 die ganze Zeit steht, ne? Irgendwann wird er den schnappen können. Snacken. Ja, Fabi macht sich auf jeden Fall Sorgen um deine Zeit. Ja, Fabi, du hast recht. Ich muss jetzt hier Killer-Modus. Puh, du kommentierst. Ich Oh. spiele hoffentlich etwas schneller. Okay, also erstmal Bauer weniger, aber vielleicht Kompensation. Jetzt gleich kein Bauern mehr weniger und vielleicht immer noch Kompensation. Es hängt viel, aber nichts richtig. Schwarz braucht ein Feld für den Springer. Die Ich denke, er Diagonale wird ist nach schwach. C6 gehen, ne? Ja, wohin sonst? D7 vielleicht noch, oder? Ja, aber das sieht irgendwie hier sehr gekünstelt aus. Ja, mit der Idee, den anderen Springer dann nach F6 zu stellen. Damit Ja, man. okay. Weil auf C6 macht er ja gar nichts. Oder, ach, du kannst auch schlagen und Springer E6 vielleicht. Was ist mehr Angriff? Ich weiß nicht. Also gewinnst du ja nichts dabei. Bei dem anderen hättest du ja was Bauern habe ich vorbei gewonnen. gewonnen. Ja, okay, aber keine Qualität. So, Irgendwann könnte Läufer H4 tatsächlich ein Problem werden, ne? Oh, du hast mehr Zeit. Ja, Was ist da ist los? gut. Turbo-Modus ist immer noch aktiv. Das spürt man jetzt. Aber wie mache ich weiter? Es ist nicht so einfach. Punkt ist Springer F4. Okay, der ist gut. Kann ich nichts machen. Ach so, Mist. der hängt ja. Oder? Oder? Ja, da hast du recht. Na gut, Läufer G2, aber das bringt ja Schwarz nicht so viel. So, alles abtauschen. Jetzt hast du eine Figur mehr, ja. Gleich nicht mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja hier immer noch einen Bauern mehr. Und die bessere Zeit. Bei einer guten Stellung, Und ein Tor mehr.
Ja, das ich auch, kann ne? man sich echt nicht angucken. Ist ja. halt, ja, ist halt im Flagging-Modus, ne? Da spiele ich halt nur safe irgendwie auf Zeit. Halali, ey. Das war eine spannende Partie, Siffmeister. Und ja, lass uns das mal gemeinsam hier in die Analyse switchen. Dann machen wir hier, dann seht ihr alles, was ich hier sehe. Mensch, die Stellung ist gewonnen. Okay, das habe ich mir auch gedacht. Aber grandios König F1. Obwohl, es springt gar nicht so viel. Aber H4, immerhin. Gerade war noch der zweitbeste Zug des Computers bei einer Tiefe von 16. Oho, immerhin. So, aber wann wurde es spannend? Hier wurde es spannend. Okay. Hier geht es noch nicht anscheinend. Ja. Ich hatte ja überlegt, ob ich Läufer G3 spiele, aber es war ja klar, was er vorhat, dass er jetzt zumindest mit Springer B4 nervt. Also meine Idee war, Läufer G3 mache ich dann, wenn auf Springer B4 Läufer H7 geht, aber es scheint nicht zu gehen. Dann einfach raus, ne? Und jetzt dachte ich König G6. Ja, und das ist auch der einzige Zug, alles andere ist gut für was. Aber ja, das habe ich so vermutet. Ja, okay. Ist eher schwierig, sollte man nicht machen. Dementsprechend, Läufer D2, aber also so langsam mal, ne? Na, immer noch nicht. Irgendwann der Einschlag auf H7, aber scheint nicht. Hier, jetzt, komm. Knacken. Nein? Oh, Dame E4. Ach, das halte ich für Tiefe 1. Was ist da los? So, ja, König F1 war ein Mausclip, da hast du völlig recht. Dame E4, Springer F6, was soll das? Ich glaube, das war nur ein. Das hat der nur ganz am Anfang kurz. Kurzzeitiger Ausrutscher der Engine. Okay, was hält der Computer denn von Springer G5, H6, Springer H7, fand er hier auch nicht so schlecht, aber einfach Turm E1. Boah, ist im Ausgleichsbereich und wenn es im Ausgleich ist, dann ist es nervig für ihn. Und nu, Läufer H7 fand er gut. Okay, den kann ich immer noch einschieben. Gut, die Analysen sind jetzt natürlich nicht besonders tief, aber einfach mal, um zu gucken, wann ich den ersten richtig dicken Sieg ausgelassen habe. Ja, Springer schlägt F7, scheint ganz gut gewesen zu sein. Weil sonst, ich gewinne halt nur eine Qualität, ne? Und er ist sehr aktiv. Ja, ich dachte, ja gut, wobei dann kommt ja der nächste Turm nach F8. Ja, okay, war... interessant. Ja, und Afro Samurai sagt auch... die Qualität am Ende, ja, die war brachial, ne? Das war natürlich... Was haben wir hier ungefähr ab hier? König E2. Zack. Zack. Im Zügetakt zack. Ein Einsteller, so boom. Ungefähr. Läufer B5, Springer E7. Zack. Ja. Und dann hatte ich den Pre-Move Turm E7, weil ich mir dann dachte, oh nee, der Turm sollte nicht auf Weiß stehen. Aber dann... Ciao. Schnups. Okay, B3, wichtiger Zug. Damit nicht B3 von Schwarz kommt. Ja, damit er nicht Tempo B3, B schlägt A2. Lernt nur nicht verlieren, das ist ja die Devise. Flagging-Tipps vom großen Meister. Tipps und Tricks. Okay, wow. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute. Ja, hatten sehr viel Spaß mit euch. Ja. Ihr hoffentlich auch. Dann weiterhin viel Spaß, wenn ihr beim Think Field Cup zuschaut. Und ansonsten eine... schöne Woche, vielleicht bis morgen, wenn ihr dabei sein möchtet, zur Lernstunde. Ansonsten, ja, schöne Woche, macht's gut. Ich winke nochmal. Ja. Bis dann, ciao. Tschüss.